Wenn jemand einen Haram-Job hat, muss er sofort damit aufhören oder kann er weiterarbeiten, bis er eine Halal-Alternative findet, wie es einige Leute sagen? Wenn er den Zorn Allahs von sich nehmen will, dann sollte er diese Arbeit für wen lassen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, und das ist auch eine Regel unter den Gelehrten, diese Regel ist, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min. Wer eine Sache für Allah azza wa jal unterlässt, so wird Allah sie einem durch etwas Besseres ersetzen. Das bedeutet, wenn er diese Arbeit für Allah lässt, dann wird Allah ihm etwas Besseres geben. Aber vorausgesetzt, für wen unterlässt er das? Für Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und er sollte wissen, dass dieses Haram ihn nicht Allah subhanahu wa ta'ala nährt, sondern vielmehr entfernt er sich dadurch von Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitteschön.